Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu meiner, ja, ich würde schon sagen, GTA-Karriere. So, startenden. Mike ist Unterschlupf. Ich habe jetzt auf der PlayStation 5 einfach nochmal Bock gehabt, GTA 5 den Story-Modus von vorne zu spielen. Dies ist bereits Folge 3. Und ich habe jetzt schon die ersten drei Missionen, glaube ich, durch. Und hier starten wir jetzt mit der nächsten, mit dem großen M bei Michael zu Hause. Ne? So, hier können wir uns umziehen im Kleiderschrank. Ja, das sieht erstmal so ganz gut aus. Ne? Nicken wir. Ja, hier gucken wir. Genau, wir haben ja keinen Fernseher, wir haben ja einen Beamer mit einer Leinwand. Da gucken wir uns später dann diese Explosion an. So, und jetzt? Müssen wir mal gucken. Waffe noch in der Hand, das ist natürlich nicht so toll, wenn man nach Hause kommt. Genau, hier ist mein Hauptauto. Ja, damit müsste man eigentlich direkt erstmal zum Tuner fahren, aber mit 7800 kommt man, glaube ich, nicht so weit. Deswegen gehen wir erstmal nach Hause. Und schauen, was hier passiert, ob der nächste Tag anbricht. Ich glaube, so war's, ne? Zeitraffer, ja. You're such a fucking dictator. Why the fuck not? He is not staying the night. Oh, he's a bomb. I don't even know why you are with me. He is a bomb. Vater und Sohn heißt diese Mission. Na gut. Kommt jetzt nicht Franklin? War das nicht irgendwie so? Ja, was für ein Leben, ne? Am Pool so. Geil. Ah. Direkt morgens erstmal Alkohol, Zigarre. Ah, wusste ich doch. Franklin kommt. So. Nehmen wir nochmal die Dinger da aus den Ohren. Was willst du? And I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe. Just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well. And today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what, least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Okay, jetzt gehen wir. My wife's car. My wife's car. Okay. Jimmy ruft an. Na gut, hey, gehen wir mal Jim. Ran. Was will Jim denn? For a drink, Dad, shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. All right. Change of plans. My darling boy is in trouble. Tja, jetzt müssen wir das Boot zurückholen.
Hey, rotes Cabrio, so mag ich das. Komm, steig ein, Junge. Ja. Und dann, ja, komm. So, wo müssen wir hin? Nur eins. Ach, guck mal hier, mein Auto steht immer noch hier vorne. Aber wo ist der andere hin? Ah, der ist dann leider weg, ne? Ich glaube, den hätte ich in der Garage parken müssen. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Real. Ich verstehe nicht, warum Franklin nicht fährt. Ah, hier ist ein geiles Auto da links. Naja. Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So, gleich sind wir beim Punkt. Oh, there. Da ist es. Natürlich haben wir so ein großes Boot. Und der LKW ist schneller als wir. Naja, ist klar. So, bringe Franklin nah an die Yacht ran, okay. Alter, wir sind voll drauf. Ja komm, beeil dich mal. Franklin. So jetzt. Jetzt. Kann ich schießen? Ne, irgendwie nicht. Ach, Penner. So. If you hurt my boy or my boat, get away from him. Kann ich dem? Oh. Jawohl! Ich hab Franklin gerettet. Ah, wir haben in dem kleinen kackroten Auto keine Chance. Was macht er denn da? Ah. Oh. No! Gib Gummi. Ach, blöder Penner. So, jetzt. Lass dich fallen. Komm schon. Geh doch. Jetzt geht doch gleich das Auto kaputt, ne? Ja, guck, geht schon los. Ja, ja, Auto qualmt schon. Ja, das hört sich wirklich nicht gut an. So, naja. Das heißt, wir können umdrehen. Und wir müssen jetzt 2,5 Kilometer nach Hause fahren. So, begib dich zu Los Santos Customs. Jetzt werden wir eingeführt in die Werkstattwelt. Ja, mein Boot. I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you.
By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? So it's... I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough, all right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem! Hey! Was, taxi? That's a taxi! I need a cab. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. No, this not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Hey, this is so, dann sind wir jetzt gleich da, ne? You, man. His name How. He gonna look after us. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They dropped it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? Ich nehme jetzt das Taxi, warum? Also, Michael nimmt das Taxi. Stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Willkommen bei Los Santos Customs. So, aber wirklich, warum... Na gut, jetzt fährt... Okay, das ist ein Charakterwechsel halt einfach, ne? Hier haben wir die Werkstatt. Ah. Was haben wir noch? Motorhaube an der Wand. So, okay, dann fahren wir mal rein da. Lass das Auto reparieren. Das heißt, das geht ja jetzt... nicht auf Michaels Arsch, ne? So, von der Kohle her. Ja, noch weiter reinfahren. Hä? Geht das nicht mehr? Muss ich aussteigen? Du brauchst ein Fahrzeug, wenn du Los Santos... Steig wieder in das Auto. Ja, aber wie lasse ich denn das jetzt reparieren? Bin ich zu weit vorgefahren, oder? Das war doch früher anders, oder nicht? Oder ist das, weil ich keine Kohle habe? 2708, wo habe ich die denn her? Na komm. So. Jetzt fahre ich hier rein. Oder wo fahre ich hin? Fahre ich hier hin? Zum Lackieren? Nee. Wie funktioniert denn das jetzt? Gut, nochmal raus. Hä? Mission fehlgeschlagen, du konntest das Auto nicht reparieren. Ja, ach nee. Ach was, hätte ich auch nochmal versuchen, das kann doch nicht sein. Also früher ist man einfach noch reingefahren. Ach nee, jetzt fangen wir hier nochmal an. Ist das jetzt euer Ernst? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt muss ich nochmal 2,3 Kilometer fahren oder was? Oh. Das ist doch nur ein Ding, mein Boot. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I really died, and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? Nice try. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream. Kann man hier nicht abkürzen? So, hier könnte man. But you're an asshole. Das bringt mir, glaube ich, nichts. With my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Ich fahre mal die normale Straße. Ich weiß nicht, ja doch, ich hätte da wahrscheinlich irgendwie, wäre ich von der Brücke wohl runtergekommen, ne, aber... Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man.
So, aber wer zahlt denn das? Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Also nicht das Taxi, wer zahlt die Reparatur des Autos? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look out. So, zweiter Versuch. I think what's in my pocket, a couple thousand bucks. Und that'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Fahr rein, um dein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren, um zu lackieren. So, verpasse deinem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Ah, okay, siehst du, geht doch. So, wir fahren jetzt hier einfach rein. Ne, das Ding geht auf. So, wir fahren da rein. Kann ich weiterfahren? Aber wo fahre ich denn hin? Hallo? Okay. Muss ich hier durchfahren? So. Muss ich vielleicht aussteigen? Nee, steig wieder in ein Auto. So, hallo, wie geht denn das hier? So, ich will ja nicht rausfahren. Aber ich fahre jetzt nochmal raus. Weil die Mission läuft ja auch noch, oder nicht? Hä? So, hier hält er automatisch an. Und normalerweise kam er jetzt... Muss ich noch irgendwas drücken? Habe ich nicht genug Kohle? Muss ich ihn anfahren? Kann doch nicht sein. Was ist denn das? So, hallo! Hallo, Boy. Ich kann auch nichts machen. Ach, guck mal, was da ist. Ein Medikit. Das habe ich auch noch nie gesehen. Kann ich gar nicht aufnehmen, weil ich bei bester Gesundheit bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich wusste gar nicht, dass man in den Werkstätten rumlaufen kann. So, wie geht denn das jetzt? So, jetzt bin ich drin. Die Tür geht zu. Muss ich auf die Hebebühne fahren vielleicht? Ah, Mann! Wie geht denn das jetzt? Ich hab grad... Ja, ich muss es ja, sonst krieg ich ja die Mission nicht durch. Der dritte Versuch, allerdings... Come on, man, let's get in there. Fahren wir da rein. Okay, also... Ich weiß nicht, ich hab so den Versuch, die Hoffnung... Irgendwas anders zu machen, dass dann irgendwas passiert. So, fahren wir da rein, okay. Jetzt hält er hier automatisch, aber da passiert ja nichts. So, wir bremsen mal. Ey, das kann doch nicht sein. Hier müsste doch eigentlich ein Menü kommen. Info. Lass Amanda das Auto reparieren. So. Ja, aber... Los Santos Customs. Okay, also, ich weiß nicht, muss ich hier vielleicht durchfahren? Was habe ich denn noch nicht probiert? Okay. Den einen Platz. Kann nicht sein. Müssen wir auf die Hebebühne fahren? Das kann alles nicht sein. So, wenn ich den Typen da umniete, wenn ich den nur anditsche, dann ist die Mission gleich vorbei. So. Passiert jetzt was? War davor... Hebebühne ist es auch nicht. Hallo? Kann vielleicht mal jemand mit mir reden? Hier, steig wieder in dein Auto. Ja, aber dann passiert ja auch nichts.
Was ist denn das? Warum geht das nicht? So, da waren wir ja auch schon drin. Fahren wir nochmal raus. Ich habe keine Ahnung. So. Hof verlassen. Auto Repairs. Hier müssen wir rein. Fahren wir rein. Hier bremst er automatisch. So, und warten wir mal. Aber hier passiert ja nichts. Muss ich hier vielleicht aussteigen? Da heißt es dann wieder, du brauchst ein Auto. Aber ich hab doch ein Auto. Und der ist auch ausreichend kaputt. Steig wieder ein. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Hier wird das Menü nicht geladen. Das ist doch zum Kotzen. Ich hab doch jetzt ein Fahrzeug. Du brauchst ein Fahrzeug, wenn du besuchen möchtest. Ich hab doch jetzt eins. So. Muss ich das vielleicht markieren? Das hatten wir auch noch nicht. So, nee, so. So. Haben wir das mal markiert. Ist wahrscheinlich mehr nur für... So, jetzt fahre ich hier nochmal rein. Zählt er wieder automatisch. Jetzt könnte ich weiterfahren. Aussteigen haben wir probiert. Es funktioniert nicht. Kann ich zu einem anderen Lackierer fahren? Wo haben wir denn noch so eine Spraydose? Hier haben wir noch eine. Fahr ich dahin? Und wehe, die Mission bricht ab, ne? Ah ja, jetzt fahren wir mit dieser... Ah, mit der Karre da auch noch hin. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe bestimmt schon auf der PS4 dieses GTA 4-mal angefangen, 3-mal angefangen. Also 3-mal mindestens. Einmal, 2-mal als Let's Play, glaube ich. Einmal im Stream von vorne. Also... Das kann doch hier nicht schwer sein. Lassen wir uns überraschen, was gleich passiert, wenn wir da sind. Ja, sind da nur noch 1,7 Kilometer mit der Geschwindigkeit, die wir hier an den Start legen. Wow. Dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber wir sind ja gute Fahrer. So, rechts überholen. Für uns geht das. Noch 1, ja, der Motor klingt auch nicht gut. Ist der Typ noch da? Ja. Wie viel Kohle habe ich denn? 2700. Das müsste ja für eine Reparatur eigentlich reichen, ne? So, hier links gibt es Waffen. Könnte man sich mal überlegen, ob man sich da schon mal irgendwie was holt, was man vielleicht ganz gut gebrauchen könnte. Am Anfang, wo man noch keine Kohle hat, ist das natürlich alles schwierig, wenn man gerade neu anfängt. Man hat gar nichts. Man hat Kackautos. Den habe ich voll erwischt. Ja, man hat keine Waffen. Ja. Mehr braucht man auch nicht. Waffen, Waffen, GTA, Waffen. Ach, hier unten ist das jetzt okay. Kann ich auch noch. Ah, war das hier? Nee, da. So, wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Dann kann ich die Mission ja im Prinzip nur erstmal überspringen, oder nicht? So, geht er auf. Als... Los Santos Custom hat geschlossen. Nee, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst hier, oder was? Das Auto wurde zerstört, Mission fehlgeschlagen. Überspringen. Ja, ich kann ja kommen sonst nicht weiter, wenn das da mit der... mit dem, ja, da sind wir wieder... Jetzt habe ich mal X gedrückt. So, also ich habe jetzt das Garagentutsch-Dings mal übersprungen.
So, jetzt will er einen Spoiler. Aber hier passiert einfach hier drin nichts. Hallo? Warum ist denn das so? Muss ich irgendwo anders hinfahren noch? Ich bin da schon in der ganzen Garage rumgefahren. Hier unter bin ich noch nicht gefahren, unter die Hebebühne. Aber da passe ich. Ah, da passe ich schon zwischen. Oh, you fuckhead! Immer sagt immer was. So, hier muss ich auch nicht rein. Und dahin bin ich ja auch schon auf den Platz gefahren, ne? Also von daher. So, hier stand ich ja auch schon. Aber hier passiert. Kann ich, wenn ich hier aussteige, steig wieder in das Auto. Du brauchst ein Fahrzeug, wenn. Lass, ja, ihr habt doch ein Fahrzeug. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, steig wieder in dein Auto. So, das kann doch nicht wahr sein. So, Bus ist natürlich... Ah, guck mal, da kommt gerade einer. Welchen nehmen wir? Ja, nehmen wir hier den SUV. Halt an. Aussteigen. Aussteigen. Ich meine, du hättest auch drin bleiben können. So, das kann doch nicht wahr sein. So, fahren wir mit dem Auto. Hält hier erstmal, fahren wir weiter durch. Funktioniert aber auch nicht. Das gibt's doch nicht. So, hier schenke ich euch. Ich kann hier drin auch nicht laufen. Alter, das ist ja eine Katastrophe. Ich habe mich so aufs Spielen gefreut und dann sowas. Na komm, lauf doch wenigstens hier drin. So. Das Ding steht hier auch noch. So, jetzt sitze ich wieder drin. Und jetzt soll ich ja... Ich gucke nochmal nach. Wo sollen wir hin? Spiel. Mission nochmal spielen? Ne, ich bin ja noch in einer drin. Info. Kriege ich bei Info nicht noch irgendwas? Mission. Steig wieder in das Auto. Lass Amanda das Auto reparieren. Okay, hier steht jetzt nicht drin, wo... Der andere hatte zu. Ein letzter Versuch, bevor wir woanders hinfahren nochmal. Ach, das Auto ist weg. Ist ja auch geil. So, muss ich jetzt warten? Vielleicht habe ich hier noch nicht lang genug gewartet. Also das ist die Stelle, wo er automatisch angehalten hat. Jetzt fahren wir durch. Kriegen wir jetzt vielleicht nochmal eine Info? Hilfe. So, gucken wir mal. Dialog. So, Spoiler. Okay, Benachrichtigung. Hier ist auch nichts. Okay, also... Eigentlich kommt ja auch ein Menü einfach, wenn man reinfährt, ne? So, okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir die Spraydose, hatten wir ja schon, ne? Los Santos Customs. Und das ist auch Los Santos Customs. Welche gibt es denn noch? Den zweiten. Waren wir da eben schon? Ne, wir waren bei dem, ne? Okay, dann nehmen wir den hier nochmal. Also... Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich fahre jetzt da nochmal hin. 2,6 Kilometer. Kann natürlich nur sein, dass der dann auch wieder geschlossen hat. So. Ja.
Alter, jetzt muss ich da kurz aus, weil das Auto wurde zerstört. Okay, also ich... ich habe auch gerade keinen Nerv, das... So, ich verlasse das jetzt. Ja, ich will die Mission erst einmal beenden. Und, ja, keine Ahnung. Ich muss dann schauen, wie ich denn hier das nächste Mal weiterspiele. Es ist ja nicht so, wir hätten das Michael. Hier ist unser Auto, unser Unterschlupf. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mit Fremde und Freaks weiter. Ja, das war ja heute ein Satz mit X. Das war wohl nix. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht muss ich das auch erst noch freischalten durch einen anderen Charakter jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, lasst uns überraschen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ich sag wie immer. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.